Wo bin ich? Ja, weiß ich nicht. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Dankeschön an alle Unterstützer. Momentan werde ich ein bisschen komisch gehatet. Und ja, das zeigt einfach, dass ja, die Leute natürlich nicht so zufrieden sind mit mir. Nicht mit den Videos, sondern nur mit mir. Weil ich natürlich schon relativ gut jetzt auch wieder austeilen kann. Einfach für die, die betroffen sind, am besten einfach selber aufhören. Dann müsst ihr nicht von mir die Qualen erleiden. Nein, es ist einfach... Es ist so kindisch. Also es ist extrem kindisch, was abgeht manchmal in der Taverne beim Discord-Forum. Und ja, sie wollen natürlich mich irgendwie etwas auch entlocken, fragen mich ständig irgendwelche komische Fragen. Oh, du warst mal Game. Oh, du warst mal in der Closet-Bette dabei. Oh, das, das. Oh, du hast irgendwelche Kontakte zu einem anderen Entwickler. Oh, NGD oder NGE könnte ja auch von mir übernommen werden. Oh, jetzt. Aber das ist einfach so. Die Leute hinterfragen sich alles über mir. Und diese Dislikes, die helfen mir eigentlich nur. Habt ihr bemerkt, dass die Videos viel mehr Aufrufe haben, wenn sie Dislikes haben? Das ist eine mega Unterstützung, weil so läuft YouTube. Je mehr Likes und Dislikes man hat, desto bekannter ist das Video. Und deshalb unterstützen die mich auch. Also schaut einfach nicht auf die Dislikes, das macht sowieso eigentlich auch kein Videohersteller, also Videoersteller, Let's Player oder so. Und ja, genieße es einfach, dass ich da Videos über Regnum überhaupt mache. Ihr müsst nicht irgendwie ja verwöhnt sein oder so. Ich werde aber jetzt ja relativ viel Content zeigen können. Ich bin Level 57, halb. Es geht extrem schnell mit Boost. Und ich habe noch genug Ximmerin aufgeladen, 62.380. Also es läuft momentan sehr gut. Ich habe jetzt sicher ein Level gemacht in 1 Stunde und 28 Minuten. Und das ist natürlich schon eigentlich ziemlich gut. Und ja, der Warzone ist zwar auch etwas los, aber ich gehe jetzt nicht allen hinterher und töte sie. Oder nehm, ja, tu einfach mal kurz stunnen oder so, damit ich EXP bekomme. Das mache ich nicht. Ich bin schneller hier mit. Weil viele Spieler sind auch nicht ganz so aktiv in der Warzone. Also sie laufen immer irgendwo herum, anstelle von zum nächsten Gegner gehe, wenn ich da mit dem Jäger sage, jo, komm, da drüben sind ein paar Gegner. Nee, sie killen die gar nicht. Was sie wollen, ist einfach ein bisschen umschauen. Jetzt haben wir eine Reise gehabt, gestern Abend noch, so ungefähr 22 Uhr, 23 Uhr. Syrtenbind. Und was machen die? Die greifen das Syrtenbind an und werden überrumpelt. Und ich bin der Einzige, der natürlich fliehen kann mit dem Tarnen, oder? Also. Dann gehe ich zu einer anderen Gruppe. Also, was gehen sie? Sie gehen ins Herbrett fort und werden abgeschlachtet. Okay. Aber ständig habe ich immer wieder Kills. Weil ich einzelne Gegner angreife, die gerade vom Bind zum Herbrett fortgehen. Aber, boah. Weißt du, die Spieler denken einfach manchmal nichts. Sie wären viel erfolgreicher, wenn sie endlich mal ein bisschen verstehen könnten, dass die Gegner zahlenmäßig überlegen sein könnten. Aber nee, sie machen ständig irgendwelche Probleme. Und deshalb farme ich auch nicht in der Warzone. Ja, sicher, ich verstehe. Dieser scheiß Angriff, der sollte genervt werden. Es kommen so viele rote Punkte raus. 30er. Wieso hat eigentlich Regnum so ein Zahlensystem? Das kenne ich von Final Fantasy oder so. Aber das ist ja klar, das ist Rundentaktik, da stören die Zahlen nicht. Aber wieso hat Regnum eigentlich so eine Zahlenangabe? Zum Stolz sein? Einfach zur Information, das könnte auch hier unten stehen. Also das muss jetzt nicht unbedingt überall so mega fett rauskommen. Ja. Also ich war gestern sehr aktiv mit dem Jäger noch. Ich habe ja noch eine Aufnahme gemacht. Und, ja, mir gefällt es eigentlich sehr mit dem Jäger. Nur der kann ich auch nicht so gut leveln, weil ich eben nicht so gute Keys bekomme. Und so weiter. Ich habe ja das meiste auch nur
tippt, damit ich die EXP Boons bekomme. Und jo. Jetzt werde ich einfach Level 60, fahre mir ein paar Items. Das Schwert kann ich bald tragen. Hier, Golem-Krallenschwert. Und mach dann was so mit dem Golem-Krallenschwert. Oder wenn ich ein besseres Linksschwert habe als Kopisch Klinge. Ist nur Level 45, ob das reicht für den Anfang. Bis ich was Besseres habe. Ich gehe dann ins Aktionshaus und kaufe mir irgendwas, was günstig ist, aber ach, nicht allzu stark ist. So, und ja, ich bin eigentlich richtig freudig. Ich mag Regnung wieder mega. Es ist jetzt einfach eine Phase gewesen, wo mir die Spieler ein bisschen auf den Geist gegangen sind, weil sie dachten, ja, ich wäre der Beste. Das ist immer so. Die Leute denken immer sofort, ja, ein Let's Player, der auch viele Videos macht und so, ist der Beste. Nee. Wir sind froh darüber, dass wir Videos machen dürfen oder ja, wollen. Einfach mal schauen, dass wir nicht alle edel und arrogant sind. Ich bin der unarroganteste Let's Player, habe ich so das Gefühl. Mir ist es schnuppe, ob ihr mich hatet oder irgendwie sagt, ich bin arrogant. Also es ist wirklich mir schnuppe. Und eben diese Fragen, wie zum Beispiel, wo hast du mal gehen? Da wurde ich gar nicht mehr. Das war eine andere Zeit damals. Ist doch klar, dass ich mal Game war, weil ich das Spiel liebe. Schon 12 Jahre suchte. Aber das hat man früher auch nicht verdienen müssen. Heutzutage muss man das ja verdienen, weil die Entwickler ja gar nichts mehr machen, wie zum Beispiel Games einstellen. Macht nichts mehr. Die wissen auch gar nicht, wie das geht, dass ein anderer Entwickler ist. Kurz zum Game Master Hochstuben / GM Drago Basler oder Dragos Baba 1 wie bei Minecraft. Nee, die Entwickler wissen einfach gar nichts mehr. Auch deshalb machen sie so wenig Patches. Sie wissen nichts mehr. Die Engine ist zu kompliziert für die. Und ja, ich bin froh, wenn dann Legnum rauskommt, dann halt etwas anders zocke. Das genauso ist wie Regnum, einfach viel besser. Also es wird nicht genauso, es wird einfach überall alles besser. Ich hoffe, das Kampfsystem wird viel schneller, viel mehr Forts, viel mehr Abwechslung. So Sachen möchte ich haben. Und eben Bugfixes und Balancen. Ja. Dass das Balancing wieder viel besser ist. Aber ja. Ihr seht, Regnum ist halt manchmal ein bisschen nervig, ein bisschen langweilig, ein bisschen verbuggt. Da ist man manchmal am Fluchen oder am gelangweilt sein. Aber Regnum hätte nicht viel machen können, um es besser zu machen. Aber sie haben jetzt in diesen 12 Jahren kaum was gemacht. Also eigentlich ist der Entwickler und ein bisschen ja auch die Spieler, die zocken es ja selber schuld. Wenn jetzt Regnum 2011 oder so ja, keine Spiele mehr hätte, dann würde eigentlich, ja, heute auch gar nichts los sein, ja. Aber ich meine einfach, wäre es vielleicht direkt noch auch besser geschehen. Aber die Spiele entwickeln, also die Spiele unterstützen die Entwickler und die Entwickler machen nichts. Und das ist genau das Problem. Dass mir jetzt auch lange Zeit grübeln ließ, ja, willst du jetzt Geld investieren oder nicht? Weil jetzt lohnt sich eine XP-Booster einzusetzen. Jetzt habe ich noch 25 Minuten. Es geht noch ein bisschen runter, ja, 14 Sekunden. Und habe eigentlich schon ja, ein Level gemacht, aber in kürzester Zeit. Also es geht natürlich viel schneller. Aber möchte ich das auch? Nee, ich will auch entspannt leveln, wenn ich einen XP Booster einsetze. Also muss jetzt gerade schauen, also bald ein Level. In 1,5 Stunden, es geht immer noch extrem lange. Wenn die das einfach mal können, ein bisschen nerven, ein bisschen schneller machen, dann werden alle Spiele auch länger da, die einfach mal kurz reinschauen wollen. Ich sehe nämlich immer wieder Leveler, die leveln einen Tag und dann sehe ich sie nie mehr. Nie mehr. Also es sind immer noch ganz wenig da.
Und dann gibt es eben die Leute, die den ganzen Tag Regnum spielen, immer wieder online sind und im AFK halt, also im Bind AFK sind. Und die sind genervt über andere Spieler. Die nerven sich über jeden Spieler. Und das habe ich abbekommen. Und jetzt denkt ihr so, ja, Drago, mach doch weniger. Ja, ich habe ja wenig gemacht. Also ich bin nicht der gewesen, der sich anlocken ließ von denen und sich runtermachen. Nee, ich habe mich überhaupt nicht runtermachen lassen. Die haben einfach geschrieben. Und das habe ich berichtet. Und jetzt, ja, sind halt immer noch zwei da, die mir haten. Aber das ist nicht so schlimm. Also es ist gar nichts schlimm. Eigentlich ist es für mich immer nur positiv gewesen. Jo, und jetzt freue ich mich, dass ich auch in der Warzone richtig viel aufräumen kann dann. Werde mal dann schauen, also wenn wir das Spiel auch ein bisschen Chancen geben, wie stark ich bin und wie schwach sie sind oder stark sind. Aber ich bin natürlich schon nicht so großzügig zu den Gegnern und lasse den feeden. Das ist klar. Wenn wir dann sehen in den Livestreams, das mache ich, die mache ich natürlich dann irgendwann mal auch sehr viel öfters. Jetzt habe ich ja zwei vorgestern gemacht, aber es kam halt auch nicht so gut an, weil bei mir ist halt einfach Champions of Regnum mit Abstand das beliebteste Projekt. Und es wird ja von den Hatern sehr gut unterstützt. Aber im Livestream nicht. Also, ja, wir werden ja dann sehen. Vielleicht tue ich auch auf YouTube Livestream, aber dann bekomme ich ja wieder die Dislikes sofort über, weil die so fleißig sind. Sie unterstützen mich. Die sind so fleißig. Die können mich anders haten. Die können zum Beispiel haten, indem sie schreiben. Ich dislike dich, aber sie disliken mich. Das wäre ein guter Hate. Boah. Liebe Leute, geht nicht auf andere los. Schaut euch auf euch selber, weil viele haben auch Probleme mit sich selber und wissen es gar nicht. Und ich bin momentan so erfolgreich mit allem. Also ja, mit dem YouTuben jetzt nicht so, aber sonst im Leben, dass ich eigentlich gar nicht da irgendwie etwas bemängelt hätte oder so. Zuerst mal an euch arbeiten und sagen, ihr seid stolz auf euch und dann andere haten oder gar nicht haten. Das ist die beste Devise, die geht immer auf. Wenn ihr das macht, dann seid ihr glücklich. Wenn ihr hatet, dann seid ihr automatisch unglücklich, merkt es aber nicht. Und dann gibt es immer wieder mehr und dann, ja, seid ihr irgendwie so 100 Kilo oder mehr am PC, Frust fresst euch mit Pizza voll und mit Kebab und Hamburger. Und dann seid ihr genauso weit unten wie eure Leute, die, also die Leute, die halt anders, also auch haten oder so. Ja, der Mensch muss einfach alles lieben können. Alles mögen, auch die schlechten Tage. Und dann geht's vorwärts. Jetzt denkt ihr, was habe ich schon durchgemacht? Aber das waren nicht Leute. Mich haben Leute eigentlich nicht gemobbt. Also sie konnten mich nicht mobben. Aber was habe ich schon durchgemacht mit meinen Krankheiten? Ich bin halt nicht gesund. Aber was ich gesund bin, ist im Gehirn. Also ich kann alles. Also ich kann, ja, mich verteidigen. Und ich verteidige mich gegen psychische Einflüsse. Ich sehe halt immer wieder psychische Einflüsse von ein paar Menschen, von den Hatern. Und das ist dann einfach so ein bisschen in meinem Gehirn, es schwirrt herum. Ich habe irgendwie so das Gefühl, mir zu tun, solche Sachen eigentlich ein bisschen mehr nachdenklich machen, also dass ich noch mehr lerne, mit dem umzugehen, indem ich einfach denke. Viele Menschen denken ja, man sollte nicht negativ denken. Aber eigentlich profitiert ihr nur vom Negativen. Je mehr ihr negativ habt, desto mehr habt ihr auch ja, den Widerstand. Ihr lernt davon, oder? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel boxt und ihr benutzt die Füße nicht, weil ihr nur boxt, dann werden die Beine schwach und die Arme werden zu stark. Und das tut euch psychisch Probleme machen. Deshalb tun viele Boxer auch Joggen und Fußtraining, also ja, Beintraining machen.
Also, denkt es einfach mal rüber zu eurem Gehirn. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn es euch zu gut geht, dann habt ihr Schwäche bei so Sachen wie Hating oder so. Deshalb lassen sich ja auch so viele Schüler haten, weil sie denken, ja, sie sind gut im Kopf, ihnen geht's zu gut und haben dann Probleme, dass sie da irgendwie Mobbing-Opfer werden oder sonst irgendwas. Oder sie sind halt zu klein oder zu schwach. Aber das ist etwas anderes. Das hat jetzt nichts mit dem Gehirn zu tun, oder schon ein bisschen, aber ja, einfach nicht psychisch zu tun. Und wenn ihr jetzt einfach mal andere in Ruhe lässt, nicht mobbt, nicht hatet, nicht irgendwie sie bekloppt im Spiel, dann fühlt ihr euch ja wieder besser. Aber wenn jetzt ständig in Regnum immer alle Spiele müsst töten, dann geht bei euch im Kopf auch etwas ab. Also, dass ihr da auch sehr psychisch mitgenommen werdet. Und genau, dann gehen sie wieder auf andere Leute los. Wie man es kennt, oder? Bei manchen habe ich irgendwie das Gefühl, sie mögen mich manchmal, manchmal mögen sie nicht. Das ist eng, also es ist wirklich ein Chaos bei denen im Kopf. Das ist ein richtiges, ja, ich weiß nicht, ja, je nachdem, wie es mir geht, mache ich den runter oder ich lobe ihn oder so. Ja. Und das ist natürlich schon ein bisschen, ja, geschäbig. Also, ja, ihr wisst, wovon ich rede. Unterentwickelt, genau. Also sind die Menschen. Jetzt haben sie Angst vom Coronavirus und haten zum Beispiel den Trump, weil er alles zugemacht hat. Ja, dann geht doch nicht nach Amerika, dann müsst ihr auch nicht haten. Oder ja, alle gehen auf die Italiener los, weil dort der Brandherd war, oder? Zuerst in Europa alles auftauchte und jetzt schon viele gibt dort. Ja, lobt sie doch mal. Lobt doch mal die Italiener. Na gut, ich bin ja auch ein bisschen am Italiener gehatet haben, weil sie so laut sind, die Nachtruhe nicht einhalten und so Sachen. Jo. Aber Crafting habe ich jetzt eine leichte Verzauberung. Die erste ist fehlgeschlagen, weil 95% 5% fehlgeschlagen Chance, ja, habe ich natürlich Pech gehabt. Und jetzt fehlt mir einfach Eisen oder Hickory-Baumstämme, aber habe keine Lust, die zu holen. Jo. Das blöde Regenerieren, ich brauche einen Beschwörer. Ja, der zweite Charakter, den ich hochtreibe, ist wahrscheinlich der Beschwörer. Da habe ich ja schon irgendwie so 5 Level gemacht. Aber nun, ja, keine Lust irgendwie gerade. Weil die Beschwörung viel zu schwach sind. Die sind ja limitiert auf Level 5. Oder dass sie 5 Steigerungsstufen haben. Und dann hast du eigentlich nur noch pro Level dann ein bisschen mehr Stärke bei den Beschwörungen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, das wird mir zu lange langweilig. Ich bleibe beim Barbar und tue den Jäger manchmal ein bisschen zum Aufnehmen bringen, zeigen. Aber nur manchmal. Ja. Es ist natürlich auch schon ein bisschen Taktik notwendig in Regnum. Was du jetzt gerade machen möchtest und willst oder so. Da musst du einfach für den Spielspaß auch ein bisschen herumdenken. Was ist für dich gut und was nicht? Sonst hörst du sofort auf. Also die Spieler. Ja, sind eher gelangweilt, als irgendwie da etwas fleißig zu sein. Und deshalb sehe ich immer wieder Spieler, die gar nie farmen. Eigentlich nur Warzone machen und da immer wieder die anderen feeden. Das ist halt genau das, was ich immer als Tipp bekommen habe, mit der Warzone richtig aufzuräumen, ist eigentlich gar nicht so gut. Also man kennt es noch von früher, wo es einfach lohnenswert war. Mit der Warzone einfach Spiele zu killen. Aber es geht gar nicht mehr. Also, ja, die Buffs sind erstmals zu wenig lang. Und dann sind noch die Debuffs vom Gegner halt nicht immer
Also, dass man dann einfach keine XP mehr bekommt, weil der Gegner nicht gekillt wird. Es werden einfach zu wenig Gegner gekillt von den Eisen. Also, ja, einfach, weil die Eisen wirklich unterzählig sind. Aber ich sehe immer wieder, dass wir Eisen besser spielen. Dass die Eisen eigentlich gegen 5 oder 20 mehr Spieler eigentlich gut killen können. Also, einfach einmal ein Lob an Alsius, dem schlechtesten eigentlich. Und ja, auch ein Lob an Ignis, dass ihr so viel jetzt macht. Und auch ein Lob an Syrtis, aber bei Syrtis muss halt noch viel gemacht werden beim Ding. Also da, dass ihr immer mit den Jägern Leveler killen müsst, das macht euch einfach nicht so sympathisch. Klar, ihr möchtet ja profitieren mit dem, aber ja, macht es am besten einfach weniger. Und schaut besser auf den Krieg, weil ihr momentan schon immer noch überzählig seid, aber einfach nicht mehr so viel schafft. Ich würde ja gerne. Ich würde ja gerne euch helfen, aber ich bin bei Alsius. Ich würde euch gerne ein bisschen supporten, damit ihr auch ein bisschen besser dasteht. Nur eben, man kann nicht einfach das Reich wechseln. Das ist das Problem, dass halt immer ein oder zwei Reiche da unterklassig sind. Jetzt bin ich mal gespannt, weil Alsius wieder mehr Bock hat, ob jetzt Alsius auch mal bald wieder Invasionen schafft und so. Aber, ja, da muss ich wahrscheinlich helfen, oder da müsst ihr mir noch helfen, oder ihr müsst dem Alsius Reich ohne mich helfen, aber, ja. Tut euch einfach mal auch etwas zugute, indem ihr anderen Spielen helft oder eurem Reich. Muss nicht immer gehatet werden. Das ist sowieso nicht gerade so menschlich, oder? Nur wegen einem Game andere Zocker runterzumachen, zum Beispiel Let's Player. Ah, ich sehe dir ja, der Let's Player kann machen, ihn runter. Ja. Ja, eben. Dass ich es immer noch nicht merke, dass ich mich nicht runterlassen machen lasse. Und ja, das ist jetzt ein Satz gewesen. Hä? Das ist deutsche Ehrlichkeit. Wir Deutsche müssen doch nicht immer Fehler korrigieren beim Sprechen. Ich bin stolz, dass ich nicht so gut Deutsch kann. Da habe ich immer gute Kommentare noch. Und dann kommt wieder einer, der einfach besserwisserisch ist, irgendwas einen Satz macht und der beginnt zum Beispiel klein. Nomen klein. Komma vergessen. Ja, aber wenn er schon korrigiert, dann muss er es auch richtig schreiben, oder? So sind die Deutschen. Ich bin ja auch 25% Deutsche. Aber ich habe irgendwie kaum irgendwelche Eigenschaften von den Deutschen. Würde ich es ja gerne, aber ich bin in der Schweiz aufgewachsen, da gibt es eigentlich kaum Deutsch, also es gibt Ärzte und so, weil die natürlich sehr gut profitieren von uns, aber sonst gibt es kaum Deutsch und deshalb habe ich auch die Eigenschaften nicht. Aber ich bin froh, dass die Schweizer so mega locker sind und davon habe ich ja jetzt bis jetzt eigentlich immer profitiert, dass ich mich nicht runter machen lasse, dass ich Durchsetzungsvermögen habe, dass ich schon so viele Parts gemacht habe. Das euch auch mega gefällt, dass ich einfach auch ein bisschen den Stolz zeigen kann, aber nicht auf negative Art, sondern ihr profitiert davon und deshalb ist das auch da super. Also wenn ihr mich unterstützt, dann geht es euch besser, als wenn ihr mich hatet. Viel besser. Ja, leider passiert nicht so viel. Ich hätte gedacht, ich würde ein bisschen schneller euch noch alles zeigen, aber es geht eben extrem schleppend, auch mit 500 Booster. Es müssen irgendwie 2000 Booster oder so geben, mit gleichem Preis. Aber wieso 9 Euro, liebe Entwickler? Wieso? Ich habe es mir einfach gegönnt. Ich habe ja... Ja. Ganz herzlich wenig, aber dafür auch freie Geld zur Verfügung. Und deshalb lohnt sich das auch. Weil ich war viele Monate wirklich ohne Lohn. Nur mein Essensgeld. Musste ich sogar ein bisschen pumpen. Und, ja.
so arrogant wie halt die Deutschen manchmal auch sind, hat sie so gedacht, ich würde wirklich ein Luxusleben mit dem Let's Playen führen. Nee, ich habe eher kein Luxusleben. Einfach diese falsch Diskussionen und so. Ist völlig behämmert. Redet am besten nicht über Dinge, wo ihr nicht wisst, ob es stimmt oder nicht, und dann irgendwie welche Grundsätze macht. Ihr sollt nicht Leuten von euren Lügen beeindrucken. Ihr müsst zuerst auch verstehen, dass es eventuell falsch sein kann, bevor ihr Äußerungen setzt. Und das ist natürlich schwer. Aber am besten einfach mal den Mund halten und nicht jeden irgendwie kritisieren wegen irgendwas. Ja. Gibt viel Schlimmere. Schaut mal in die Politik. Da müsst ihr nicht Let's Play runtermachen. Dann kommen wir wieder in die Schlaufe, ja. Das hat denen noch nie etwas gebracht. Und wenn ihr mich anfangt zu haten, es bringt euch auch nichts. Ich liebe sogar meine Videos mit Dislikes zu sehen. Oder mit Kommentaren, die beweisen sollen, dass ich falsch liege. Irgendwie ist es komisch, also es ist sehr merkwürdig, was so vorgeht. Mal schauen, wie lange sie überhaupt auch noch durchhalten können. Weil Disliken, das ist ja mega Arbeit, oder? Ja, aber es bringt überhaupt nichts. Das ist es. Ich sehe immer wieder Videos über irgendwelche Gameplays von Spielen, wie zum Beispiel GTA Online vor allem und so. Da hat es hunderte mehr Likes. Also so ungefähr 25% mehr Dislikes. Ich bin froh, dass ich nicht so viele Dislikes habe. Ich bin froh, dass ich nur ungefähr ein Drittel Dislikes habe. Und das ist natürlich eben dann überhaupt nicht auch nicht schlimm, wenn ich Dislikes bekomme. Für was? Für was sollte das schlimm sein? Hier sind wieder viele. Dankeschön, liebes Spiel. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, der Baum ist es, wo mich unsichtbar macht. Ha, ich bin Bug-User. Gute Nacht. Ich bin der Tarnbaba. Mit dem Jäger wäre es eigentlich geil. Aber hier laufen so wenig Personen herum, deshalb ist es auch nicht nötig. Da schaue ich mir lieber die vielen fliegenden Bäume an. Aber leider hat sie in der Nähe keins. Wo es fliegende Bäume gibt, ist hier. Irgendwo hier. Hier und muss ich gerade kurz ein bisschen denken. Irgendwo hier oder so. Aber das kann ich jetzt momentan nicht nachforschen. Und ich glaube, hier ist auch einer, aber. Pff. Und im Reich habe ich jetzt gerade gar keine mehr Ahnung mehr, wo die sind. Aber ich finde die lustig. Weil das ist halt ein Fehler. Fehlchen müssen beenden. Reinigt werden. Die Entwickler machen es nicht. Aber der fliegende Stein, der hier ist, das ist mein Highlight. Dieser fliegende Stein hier. Die ganze Zeit mache ich ein Signal, so richtig bang. Oh, der fliegende Stein ist wieder hier. Oh, ich bin wieder beim fliegenden Stein, ja. Yeah. Schwebende Air. Aber. Ja, in jedem Spiel gibt es eigentlich solche Sachen. Ich muss mal. Also, es gibt ja erst kürzlich ein Video über Wasserfälle. Was ist hinter den Wasserfällen? Und, so ein Video eigentlich machen mit fliegenden Sachen. Nur kann ich halt nicht viel gut schneiden, aber ich habe ja einen Kollegen, der das machen kann, eventuell. Ja, werden wir ja dann sehen. Gut, und,
Ja, der kommt bald. Also der bekommt eine große Unterstützung von ihm über. Er hat gesagt, er würde mir sehr viel helfen, weil ich kann ihm mit Lohn einen Lohn geben. Wenn er in die Schweiz kommt, hat er natürlich noch keine Arbeit und kann keinen Lohn bekommen von einer Arbeit. Deshalb bin ich sein Arbeitsgeber und gebe ihm auch viel besseren Lohn, als so diese Durchschnittsarbeiter bekommen halt. Hat er wirklich keine Ausbildung, nichts. Naja, nicht mehr zu sehen. Aber zuerst muss ich ja auch Geld noch verdienen können. Spendet bitte. Nein, Scherz. Also, wenn ihr es wollt, dann schon. Aber ich werde euch nicht verpflichten darauf. Aber die ganz großen Livestreamer, die bekommen so viel Geld, dass sie drin schwimmen. Ja. Aber seht her, die Menschen sind eigentlich strohdumm, wenn es um Aufrufe und Aufmerksamkeit ging. Die Leute müssen Aufmerksamkeit gieren, damit sie Erfolg haben. Die Leute verstehen nicht, wieso man eigentlich arbeitet. Nicht um im Geld zu schwimmen, schon, aber ja, die gieren sich voll, werden sensibel, also werden ja penibel und arrogant und so Sachen. Dann nehmen sie noch mehr, die Livestreamer nehmen dann mit den Spenden noch mehr Leute auseinander. Und irgendwann mal sind es millionenfach Leute, die wie Sklaven dem Let's Player oder Livestreamer nachgehen und alle Videos schauen wollen und ihn spenden. Irgendwann mal sind alle so strohdumm, dass sie sich, ja, dass sie wahrscheinlich früher sterben und an Dummheit verfaulen. Tja, so ist es. Aber ich sehe das, dass eigentlich die schlechteren und also die wirklich nicht erfolgreichen, die besten sind. Und die größten, die schlechtesten. Ich sehe das. Aber muss man das wirklich irgendwie auch lernen? Ich glaube schon, weil alle eben den kleinen, den großen nachaffen, sondern den kleinen, die eigentlich die Unterstützung gebrauchen könnten und so weiter. Ich bin froh, dass ich jetzt 707 Abonnenten habe. Aber viele haben halt auch gar keinen Einfluss mehr bei mir. Es fällt einem Kleinen schwerer, die wieder aktiv zu halten als einem Großen. Und die Großen sind natürlich dann auch stolzer, also die Zuschauer von den Großen sind natürlich stolzer auf ihn. Und dann haben sie auch noch mehr. Also eigentlich ist es so, dass man ja eigentlich gar nichts machen müsste. Ja, weil ja die Großen sowieso nur den Erfolg haben, oder? Also eigentlich muss man ja gar nichts machen. Ihr werdet ja sowieso nicht erfolgreich. Nur ich bin eben einer, der sehr gerne meine Spielstunden aufnimmt. Manchmal halt auch ein bisschen langweiliger sind, klar. Weil ich auch sehr viel aufnehme, immer noch klassisch Let's Player. Dass ich auch alles zeige, außer das wirkliche Grinding. Und ja, dass ich halt einfach sehe, ihr mögt es noch, ich bekomme immer mehr Abonnenten, ich bekomme immer mehr Aufrufe, bekomme immer mehr Likes und ich bekomme immer mehr Dislikes. Also das ist eigentlich auch für mich gut geht, nur wachse ich halt nicht so schnell wie andere. Das ist klar, weil ich auch noch klassisch bin, weil ich auch noch schlechte Hardware habe oder so. Das ist klar. Das ist ganz normal. Nur eben. Es könnte halt auch besser sein. Aber jeder noch so kleine Zuschauer, der so wenig zuschaut, wie es nur geht, ihr könnt mir auch helfen. Es muss ja nicht immer der Mega-Fan sein. Und ich habe wirklich coole Mega-Fans. Also ich sehe manchmal, dass die Videos recht schnell wieder Likes bekommen. Und das ist natürlich auch schön. Auch wenn die großen Leute Livestreamer, das so mega Erfolg genießen. Den Guten, den Schlechten geht's eigentlich auch gut. So. Was ist ja eigentlich mit dem? Das sind zwei schlechte Sachen.
Ah, ich weiß, wieso. Ja. Der plus 20 ist und 24% kritische Treffer. Aber ich habe keinen. Ich brauche ihn nicht. Oder ist er besser? Nee, ist nicht besser. Er ist einfach schneller, genau. Kritische Trefferchance ist ja auch groß. Nur ich bin lieber der Speertyp. Ich benutze ihn. Sonst käme ich nochmal um. Weil ich eben einfach schnellere Angriffsgeschwindigkeit liebe. Ich liebe es eigentlich ein bisschen schneller zu kloppen können. So, also hier nur die zwei. Hier mache ich am besten voll und die zwei. Das kritische Trefferchance ist immer nervig. Und hier mache ich sowieso voll. Könnte eigentlich jetzt Wirbelwind schon mal mitnehmen. So langsam ist es eigentlich sehr gut. Ah, und muss dann nicht mehr umskillen, genau. Ja, weil ich ja dann das Schwert habe. Sehr gut. Stumpfer Schaden ist ziemlich gut. Südkreuz könnte ich eigentlich noch mitnehmen. Ja, endlich mal wieder Schwerter wächst. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier schauen, dass wir alles gehen können. Ja, geht eigentlich schon ziemlich gut. Was ist jetzt noch passiv? Ich weiß gar nicht, was noch passiv sein könnte. Also, hier könnte noch irgendwas passiv sein, ne? Es fällt mir ein passives Zeug. Ja, ich weiß nicht, was ich noch skillen soll. Ich habe noch 7. Eigentlich ist ja biegbar, aber ich habe zu wenig Ding. Ja, für 3 reicht es auch nicht. Strenge Vorbereitung, was ist das genau schon wieder? Nee, es ist zu wenig lange. Ja, komm. Es geht mir einfach nicht mehr. Gut. Präziser Schwung. Südkreuz. Tröten. Die Tröte tröten. Wirbelwind, Ekstase, Topsit, Flut und der Berserker. So. Ah, die Axt ist ja immer da, die schöne. So. Also. Die Quest ist ja immer noch verbuggt. Ja, 38 Minuten. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Dann wahrscheinlich Level 60 oder bald Level 60 dann. Tschüss.